Good morning. Wir sind jetzt alle wach. Die Jungs, also Juli und Leo sind jetzt arbeiten. Und wir machen uns auch gleich in die Arbeit. Wir schneiden jetzt gleich Vlogs. Und heute wollte ich auch noch ein Video drehen. Jetzt werden erstmal die Katzen gefüttert. Heute gibt es Lachs mit Seelachs. Wir werden jetzt frühstücken. Genau. Und als Frühstück machen wir uns. Also Anna macht sich Porridge und Yannick und ich, oder? Machst du? Machen so Shakes. Und zwar habe ich hier von der Schule Mojo. Nee, Shakes. Ach so, wir machen das im Kitchen. Oder? Ein Shake. Ja, ich mache also mach ohne Mojo. Ja, du nimmst dieses Protein-Shake. Ja. Da oben. Und ich nehme von Natural Mojo so Shakes. Die sind aber noch nicht erhältlich. Einmal ist es so Fit Banana und Fit Schokolade. Genau. Also dazu nehme ich eine halbe Banane. Machst du auch Bananen rein bei dir? Ich überlege die ganze Zeit, was ich griechischer Joghurt. Blaubeeren kommen jetzt noch rein. Und dann kommt in diesen ganzen Shake noch Wasser rein. Esslöffel von dem Fit Banana und ein Esslöffel von Schoko-Choco. Da hat ja jemand Schoko schon getrunken. Ah, stimmt. Juli was. So, ich habe jetzt doch keinen Shake gemacht, sondern eher so eine Bowl, so eine Smoothie Bowl. Und da mache ich jetzt noch gebackene Haferflocken drauf. Chiasamen kommen auch noch drüber. Und fertig. So sieht es dann aus. So sieht übrigens ja nichts Frühstück aus. Ja, das ist Anna. Ja. Korrekt Heidi Snaps. Die zwei da hinten werden jetzt Mittag kochen. Und ich mache mich jetzt gerade ready, weil eigentlich war geplant, dass wir einkaufen gehen, aber jetzt kochen wir. Okay. Falls ihr übrigens öfter so Get Ready with Me sehen wollt, dann abonniert unsere Snapchat-Kanäle, weil da machen wir voll oft so Get-Readies. Und da kriegt ihr nochmal so nähere Infos, was wir benutzen und so. Dann seht ihr die Produkte genau, wie die aussehen. Und zwar gibt es heute Gemüse mit Curry. Curry, Curry, Curry. Zeig mir die Bohnen. Also. Okay, und so sieht das Essen jetzt aus. Mal schauen, wie es schmeckt. Es wird aber Reis. Naja, mal schauen mal, wie es schmeckt. Guten. Mal schauen, wie es schmeckt. Ich habe irgendwie Angst. Also ich finde, es schmeckt lecker. Mhm. Interessant, ja. Nehmen wir mal das Ding. Ich gucke jetzt, wie es schmeckt. Schon vorne gemacht, ja. Mach den. Doch. Wir gehen jetzt einkaufen. Wir nehmen euch jetzt gleich mit. Also, kommt jetzt mit. Und jetzt sind wir hier im Aldi. Yay! Guck mal. Ja. Das ist so schlecht. Von dem der Müll oder so. Ich komm erst hoch und dann hast du mich. Oh, mir so komisch angeguckt. Die dachte, sie gefahren. Sie kommen jetzt in Aldi rein. Guck
immer so edel, der Aldi hier aussieht. Also, aber ganz ehrlich, ich bin in den Sturm rein auf. Aber mit dem Ding kann man viel besser so rutschen. Weil gestern war es so, da war das Teil halt hier. Man hat es immer so in den Bauch reingeschaut, weißt du? Ja. Ich hab auch die Frauen gesehen. Okay, wir sind hier in der falschen Abteilung. Oh nein, wir sind hier in der richtigen Abteilung. Was brauchen wir denn eigentlich gerade? Wir müssen dazu. Obst. Yannick, möchtest du mit mir ein Gläschen fruchtig süßen Trollinger Rosé trinken? Nein, danke. Oh nein! Hey, ihr müsst es doch Granatapfel geben. Ich werde mir jetzt ein paar Mangos gönnen, ey. Weil die sind ja richtig günstig. Yummy! Jetzt müssen wir noch ganz kurz in den DM. Okay. Ah, ist ganz gut. Haben die dort gute Gesichtscremes? Kann sein. Für Männer? Ja. Stimmt, Nivea for Men. Ja, Nivea for Men ist gar nicht so schlecht, gell? Ja. Ja, also ich... Nivea ist super! Dieses Nivea Men Aftershave voll gut. Das ist nämlich gut als Primer. Und das Make-up. Ich komme nur drum, weil ich schon weiß, was ein Primer ist. Ja. Tja, jetzt hier lernst du viel. Was ist ein Primer? Das ist einfach so unter das Make-up, damit das Make-up hält. My phone, cause I had to call bullshit. These bitches having nightmares of my new shit. Usually I'm a Christian, but this piece is Buddhist. Gibt's da Hunde? Ach so, was? Was? Ja, dann gibt's keine Hunde. Nee, aber da gibt's süße Kaninchen. Bubelina lebt übrigens noch. Wir sagen immer noch, wir geben Bubele was trinken, weil da ist schon der Name drin. So. Das ist so anstrengend einfach. Es ist einfach anstrengend, Bubelina und Bubele ja, zu sagen. Weil vor allem, ihr wisst doch ganz genau, was ihr meint. Ja. Und ihr redet ja mit euch selbst. Genau. Also nicht mit euch selbst, aber halt zusammen. Achso. Also. War das anstrengend? Ja. Okay, Milo. Nein, wenn sie sowas Milo kauft, da, guck, dann ist die Freundschaft vorbei. Bah. Ich hab noch nichts zu sagen, aber ich mach's mal dran. Kann man da irgendwie dran wissen? Nee, nee, nee. Ah, das mach ich mal. Das ist jetzt Bauchsehne. Ih, Bauchsehne, wie sich das anhört. Ich glaube, wir gehen ja lieber zu den süßen Sachen. Gucken wir uns kleine niedliche. Ja. Your best friend, yo. Ein Albino-Hase. Aber die Frauen finden den süßesten. Oh. Aber der ist auch ganz cool, ne? Der helle. Oh ja, der ist cute. Oh, jetzt hat er sich versteckt. Ah, da. Uiuiui. Guck mal, da hinten ist noch einer. Das sind noch mehrere. Die schlafen da alle. Das sind Babys. Guck mal, komm mal. Ich streiche sie trotzdem. Da. Und hier ist irgendwie nichts drin. Chinchilla, oh mein ja. Gott, die sind so cute. Die sehen echt so süß aus. Ja, haben wir mal 3 Stück. Das hier, oder? Oh Gott, die sehen so. Oh ja. Oh. Die sind auch voll verschmust. Ja. Bist du in meinem Schlüssel oder nicht? Ja. Ah. Sind 3 Minuten da. Achso, okay, nee, ich bin, also wir sind schon weggefahren. Achso, okay.
Wir gehen jetzt noch mit Julis Oma im Krankenhaus besuchen und dann kommen wir zurück. Okay. When it comes to house every weekend. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. Yannick und ich sind wieder zu Hause. Hier ist übrigens Yannick. Versteckt sich in einem Kissen. Anna und Judy sind Judys Oma im Krankenhaus besuchen. Dieses Jahr sind echt coole Projekte geplant. Also seid gespannt. Ja, also es sind echt coole Projekte geplant. Also wir freuen uns echt sehr. Yannick ist auch dabei. Und schalten Sie alle ab. März geht's los, Leute. Ich esse übrigens richtig gesund, Leute. Stipfnudeln. Ich habe so Bock auf die gehabt und jetzt, ja. Die sind eigentlich voll gut, weil man muss nicht so viel von denen essen und wird voll satt. Ja, und heute Abend treffen wir uns übrigens mit Katrin. Weil morgen geht's für sie los. Morgen ist ihr großer Tag. Morgen beginnt ihre Weltreise. Sie geht also für die, die es noch nicht wissen. Sie geht für 6 Monate nach Australien. Sie macht dort so ein Au-pair, ja. Folgt ihr auf jeden Fall auf Instagram und so. Da werdet ihr euch auch öfters updaten und so. Ich fühle heute richtig traurig. Ich war gerade mit Juli im Krankenhaus und haben seine Oma besucht. Sie hat eine Grippe. Und jetzt bin ich wieder zurück. Juli ist nach Hause gefahren. Wir treffen uns gleich mit Paddy, Katrin, Dennis und Steff, weil wir machen so eine kleine Abschiedsfeier. Katrin fliegt nämlich morgen nach Australien für 6 Monate. Und wir haben noch ein kleines Geschenkchen für sie. Das zeigen wir auch gleich mal. Wir geben Katrin eine Kette von Malaika Reis. Und zwar ist es eine von der Star Wars Edition. So sieht die aus. Die ist echt mega cool. Hä? Ja. And again. Wir waren jetzt im Labor mit Paddy und so. Und jetzt, weil wir heute noch nicht Sport gemacht haben, müssen wir heute Sport machen, weil sonst haben wir ein schlechtes Gewissen. Wir haben gemerkt, es ist 1 Uhr nachts. Genau. Und da wir ins McFit gehen und das 24 Stunden hat, das ist jetzt offen hat. Und die Putz. Okay. Wir haben das ganze Fitnessstudio für uns. Okay. Okay. Welcome back. Ach, übrigens, Leute, ich trage meine Spange. Weil viele gefragt haben, ich trage die Spange noch bis April. Oft merkt man auch einfach nicht, dass ich sie drin habe, aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe sie in letzter Zeit länger draußen gehabt als sonst. Ne? Aber meine Zähne sind echt schon viel besser geworden. Wenn sie warm sind, dann stinken sie immer richtig. Oh! Ja. In letzter Zeit glaube ich eine Sorge. Mir ist ja auch aufgefallen. Jetzt habe ich nur mehr redet. Vorhin in die Küche warm. Mit dem Moritz an der Spalte, ich weiß nicht, was der mit aber mir, ja. Einfach so ein Spuck. Ich spuck mich dann nach unten, nach aller Kraft. Okay, ich fange jetzt an. Will jemand mitdenken? Nein. Okay, ich pack mit. Oh, sogar die Pro-Version oder was im TRX? Ja, yes. Aber das ist schon anstrengend, ne? 3, 2, 1. Das darf ich nicht so machen. Vorbei. Ich hab schon 30 Sekunden geplänkt. Bist du eigentlich sehr kräftig? Ja. Aber nicht viele. Ich kann's gar nicht. Geh, mach das Äußere. So.
Ich mag das immer so geil. Aber Patrick kann mir Trick 4, 5 hinter sich. Das ist die neue Anna-Übung. Mach nochmal. Ja, mach nochmal deine Beine. Was? Mach nochmal Bein-Workout. Sieht so behindert aus, ne? Das ist das neue Cut-Workout. Cut dicker wie ein Model. Ich fühle mich wie auf dem Spielplatz. Ja, geil. Das sind so neue Geräte, die man so aus. Wir haben jetzt festgestellt, dass wir nachts nicht so viel Motivation haben wie morgens. Morgens ist echt am besten, ist zu gehen, finden wir. Wann geht ihr so ins Fitness? Geht ihr eher so mittags, morgens oder abends? Wir finden morgens am besten.